Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf Animani und heute gibt es mal was anderes, nämlich ein Spiel nach langer Zeit mal wieder und wir haben hier The Last of Us Part 2 oder Part 2 in der Limited Edition mit Steelbook. Viel Spaß! Ja, endlich ist es auch angekommen. Halleluja, danke Hermes, dass ihr mir das Ding nicht rechtzeitig zugestellt habt. Vielen Dank. Und ich mir das auch noch selber abholen musste. Ganz toll von euch. Ja, wir haben ja auf jeden Fall zwei Discs drin und ein Spieler, 95 GB, bla bla bla, PS4 Pro. Ich habe keine Ahnung, wann ich es spielen werde, weil ich jetzt noch mit dem Mario-Spiel beschäftigt bin. Beziehungsweise gucke ich ja auch noch Digimon Fusion und und. Ja, keine Ahnung, wann ich zocken werde. Aber ich werde es auf jeden Fall zocken. Von den Kritiken her ist es ja so am Schwanken. Die meisten mögen es, aber es gibt auch einige Leute, die das Spiel nicht so toll finden, weil es irgendwie gar nicht so ist wie der erste Teil und irgendwie die Charakter gehen auf die Nerven und so. Ich weiß nicht, ich kann es mir tatsächlich vorstellen, dass mir die Hauptcharaktere mir auf die Nerven geht, aber mal gucken. Ja, das Ganze kommt hier in diesem Papp-Schuber. Und dann haben wir das Steel Book. War das jetzt Book oder? Ja, Book. Ja, es gibt ja auch immer diese Case-Dinger, die finde ich aber nicht so toll. Und da haben wir es schon. Ich muss leider dazu auch sagen, dass ich das Cover jetzt nicht so geil finde. Also ich finde das Cover besser. Weil das wirkt eher so bedrohlicher. Das hier wirkt eher so auf. Wann kommt die zweite Staffel von No Game No Life? Naja. Aber wenigstens steht an der Seite The Last of Us Part 2. Deutlich besser. Es gibt ja Steelbooks, wo es halt echt nicht dran steht. Das finde ich so dämlich. Dann habt ihr einfach hier so leer. Das ist wirklich komplett dumm. Ja, und wir haben die Nummer 7 Millionen. Ach komm, egal. Dann klappen wir das auf. Ich mache das jetzt mal hier, weil ich nicht weiß, ob ein Code kommt. Und natürlich ist die Disk auch schon wieder draußen. Oh, toll. Ja. Sehr, sehr schlicht gehalten. Einmal hier in Schwarz und einmal in Weiß, The Last of Us Part 2. Joa, hätte man jetzt auch ein bisschen schöner designen können. Naja. Und ein Stückchen Klopapier, wo nochmal drauf steht, dass sich das Spiel süchtig machen wird. Sehr interessant. Im Hintergrund gibt es leider nicht. Das ist so ein, ja, man sieht es schon, also so ein Wandkratzmuster. Nichts Spektakuläres, aber naja. Trotzdem ganz cool, dass ich das jetzt hab und das Steelbook war halt ein bisschen teurer. Das, also wirklich nicht viel. Ein paar Euros halt nur. Deswegen habe ich mich für die Steelbook-Variante entschieden. Und ja, ich habe einfach Bock darauf. Ich denke, verständlich. Gut, das war's auch schon mit dem kleinen feinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich drauf. Haut rein und ciao!